Ja, hallo und willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir haben die nächste Stufe vor der Kathedrale vor uns. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Okay, Ratten wollen raus. Ja, lass mich erstmal ein bisschen gucken, wo hier welche Leute rumlaufen. Ich kann mit der Fackel rechts anfangen. Sekunde, du zeigst mir an. Da, genau, das dachte ich mir schon. Da wollen sie auf jeden Fall raus. Hier auch. Und steht halt damit immer auf. Das ist ein bisschen blöd. Und da hinten. Haben die Leute Fackeln hier in der Hand? Ganz da hinten hat einer in der Hand, glaube ich. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall davon was. Fangen wir mal an. Ich frage mich, ob man da hoch kann. Ich glaube nicht. Und jetzt vielleicht mal schnell darüber. Der kommt und geht wieder, ne? Hier ist niemand. Kann ich dem nicht gerade mal eben so schnell einen Stein auf den Kopf schmeißen? Das ist ein Tontopf. Ah, warte mal, du sitzt da ganz gut. Oh, Samu. War ich gar nicht dumm, wenn wir da einen Tontopf hinwerfen jetzt. Weil der geht wahrscheinlich nicht dahin, oder? Was war denn das? Geht der nachgucken? So, oh, Ratten. Nein? Warum gehen die nicht dahin? Jetzt. Ich vergessen habe, die Taste zu drücken. Okay, zwei mit einem Streich. Das war richtig gut jetzt. Es kann sein, dass ich tatsächlich bei der Passage davor ab und zu mal vergessen habe, die andere Taste noch zu drücken. eventuell haben die Ratten deswegen nicht so ganz so gut reagiert, wie sie sollen. In der Regel sitzt der Fehler immer vor dem PC, ich weiß. So, jetzt seid ihr immer noch alarmiert. Ich will nämlich ganz gerne daher. Ja, okay, das ging nicht so gut. Das wird kein gutes Ende nehmen. Sie hören einfach nicht auf mich. Ja, pff, scheiße. Ich finde euch. Soll ich wieder den Bogenschützen da am Arsch? Also Bogenschützen. Vielleicht kann ich noch mal was mit Odorous ausrichten. Komm mal her, Junge. Von dort aber. Soll ich dann. Das heißt aber, die zwei reagieren jetzt nicht mehr auf mich, egal wie ich sie befehlige. Zwei Schwärme, das heißt, den Bogenschützen müssen wir anders ausschalten. Das könnte aber gehen. Kann ich bis da hinten? Nee. Oh, das ist ein Feuerkorb. Jetzt? Ach komm, das ist so knapp. Ja, komm doch her. Willst du nicht zu mir? Ja, hab ich euch. Komm schon. Ah, sie wirft da nicht hin. Hab ich euch endlich. Komm. Hatties. Geht hoch. Nein, komm, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Na, ist das knapp. Ach komm, diesen zwei. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Die sind direkt vor ihm.
In dieser einen Fackel da oben. Wo seid ihr denn? Und jetzt. Ah, da seid ihr. Okay. Lass mich erstmal hier nochmal umgucken. Gut, das ging ein bisschen besser. Amicia, Rodney. Ja, ich sehe euch schon. Hey, hier lang. Amicia, ihr lebt! Hör zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Okay. Ich muss gerade einen Nachschub herstellen, das hier. Okay. Im Haus werden wir auf keinen Fall die Ratten einsetzen können. Es brennt und alles Licht... Verschlossen. Lichter leuchtet. Achso, ja, mach mal bitte. Dreckstück. Dir zeig ich's. Jetzt hast du es ihr aber gegeben. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ah, oh, nee, aber die haben jetzt wieder Fackeln natürlich. Ach du Scheiße. Ja, sicher doch. Ach nee. Jetzt wird's nämlich wieder richtig fies eigentlich. Normalerweise kann ich, glaube ich, von hier aus. Gut, dich kann ich ausmachen. Ah, ich hasse das mit Gamepad, sowas Kleines anzuvisieren. Okay, noch einen. Den kriege ich sogar wahrscheinlich mit dem Steinschleuder. Geschafft! Hugo, geht es dir gut? Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Jep, besser ist das. Ich will gerade noch Blut einsammeln. Jetzt habe ich mir nämlich wieder Platz und die haben sicherlich was fallen gelassen. Tschüss, Rattis. Topf habe ich auch noch. Gut. Scheiße! Toller Plan. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Rauch wird eher das Problem sein. Wir ersticken, bevor wir verbrennen, das kann ich sagen. Nur Mut! Kannst du das übernehmen? Ja. Verbrenn dich nicht. Ich erst Wasser draufschütten? Ja, okay. Ja, runter, runter. Beruhige dich. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Leben. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Über die heißen Kohlen. Ja. Das muss der Ausgang sein. Nee, da kann ich nichts mitnehmen. Da habe ich noch was. Gut. Ausgang. Sei gefangen bisher. Ziemlich ruhig für einen Tag der Wunder. Rodrik? Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Mach du mal.
Gute Arbeit. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Mhm. Okay, ich bin voll voll. Ich mach mal davon noch was. Okay, weiter geht's. Aufgepasst! Wir wussten, dass Eindringlinge sofort gerichtet werden. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an! Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Lass mich gerade mal gucken, ob wir hier irgendwo... Ah, Mist. Wir haben keine Ratten hier, ne? Das Feuer wird auch ein Problem sein. Ich meine, ich kann einen mit der Steinschleuder ausschalten, wenn er sich anschleicht, aber der dritte mit der Laterne ist das Problem. So kriegen wir das nicht hin. So. Kann ich über den... Hier lang, Männer! Ach, Mist. Amicia! Ja, ich kann das ja noch einmal machen. Okay, das ist kein Plan. Die sehen das zu schnell. Auch wenn der Typ an der Seite steht. Vielleicht anschleichen. Ist die Frage, ob ich mich alleine anschleiche. Ich kann das ja auch machen. Von hinten überfallen. Ich fürchte, das sehen die aber. Na, mal gucken. Die Wache. Du bist erledigt. Gut gemacht. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Oh, der kommt da hoch. Kommt der nochmal hier hoch? Das wäre eigentlich ganz gut. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ja, lass mich mal eine Weile denken, beziehungsweise... Oh, und dahin sind drei Bogenschützen. Scheiße, das wird noch lustig. Okay, wir gucken erstmal, wie die sich bewegen. Komm mal zurück. Es wäre gut, wenn der mit der Laterne nochmal hier hochkäme. Wieso kann ich hier drauf? Einfach so wahrscheinlich. Ich glaube, der Boden hätte vibriert, wenn wir Ratten zur Verfügung hätten an der Stelle. Aber ich sehe nirgends sowas. Also. Er geht halt nach links. Ist die Frage, wenn ich mich alleine anschleiche, ob ich den erledigen kann. Aber ich glaube, das sehen doch die anderen beiden. Bleib mal hier. Ich bin gleich wieder da. Ich bleibe genau hier. Kann ich gerade mal schon... Nee, Gott, ach, Mist. Wartet hier und psst. Gut, ich bleibe hier. Schwierig. Ich weiß ja nicht, ob der mich dann sieht, der im Wagen steht. Das ist eigentlich zu befürchten. Ja, ich habe nicht schnell genug. So geht's nicht. Ist halt jetzt echt so die Frage, wen schaltet man zuerst aus und wie? Wer von den dreien macht das? Also eigentlich von den zweien, entweder sie oder Roderick. Hugo bringt uns ja gerade nicht ganz so viel. Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Ich würde gerne jetzt hier nachspeichern können, damit wir die Szene nicht jedes Mal machen müssen, aber leider geht das nicht. Das ist doof, dass der sofort losläuft, weil dann könnten wir da schon mal den ausnocken. Mann. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ich bin leider nicht so schnell, dass ich alle drei auf einmal hinkriegen würde.
Wenn ich... Im Prinzip kann ja... Also zwei können wir schaffen. Roderick einer ich. Aber der dritte sieht dann was. Da drüben! Ich hab sie gefunden! Okay, weil jetzt war der hinter dem Wagen. Das war schon mal gut. Und jetzt habe ich die Lampe getroffen, aber so geht's auch. Deswegen hasse ich Gamepad-Steuerung. Der Maus wäre sowas nicht passiert. Oh, danke! Der Herr sei mit euch! Ja, danke! Und viel Glück! Hey, wartet! Ja, Bogenschützen, Bogenschützen! Scheiße. In Deckung, Bogenschützen! Zu gefährlich! Die Bogenschützen würden sofort schießen! Wir sitzen fest! Ja, am Tor übrigens hat man winken gesehen, die anderen beiden, den Lukas. Und die Melli, aber ja, ich laufe nicht durch die Bogenschützen auf keinen Fall. So, das gerade mal wieder mitnehmen. Hinter den Wagen. Das erstmal hinter den Wagen rennen. Wir können den wahrscheinlich als Deckung benutzen. Kann ich hier noch looten oder wäre ich noch abgeschossen? Da hinten winken sie. Ah, und ich sehe noch was. Was ist das hier? Huch. Eine kleine geheime Ecke und das sieht noch... Nein, das ist nicht Codex. Schade. Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Was ist mit der... Was ist das für ein Ort? Also da ist jetzt noch so ein Secret, wir können da hin. Aber wieso möchtest du nicht, dass wir da hingehen? Will ich natürlich umso mehr. Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Der da gewohnt? Da hatte Freunde da. Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Ja, ein ganzes Chateau. Das war übrigens ein Achievement. So, das haben wir komplett. Tasche kann ich noch machen. Das wäre mehr Platz für Materialien. Und ich brauche keine Werkstatt mehr, um meine Ausrüstung aufzuwerten. Das Somnum kann geworfen werden. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh, und schießt Amicia einen Stein mit ihrer Schleuder, verletzt das Ziel seinen Helm. Oh Gott, das ist alles gut. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Materialien für alles. Allein die Aufwertung kostet 16 von 16. Da oben, von diesen... Steinzeug, diesem Epi, irgendwas. Vergessen, wie das heißt. Also ich kann entweder nur machen, mehr Materialien, Ausrüstung so verbessern. Oh Mann! Ich glaube, Helme abschießen hat Vorrang, oder nicht? Habe ich jetzt irgendwie... Ich habe nicht lange genug gedrückt. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, leider können wir halt dann jetzt sonst nichts mehr machen. Aber da sehr viele mittlerweile Helme haben, ist das, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Okay,
Weiter geht's. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Nicht, dass wir Rodrik jetzt auch noch verlieren, nur weil er hier einen auf Helden machen muss. Ich weiß halt nicht, ob ich die... Die schießen halt schneller als ich. Ich würde gerne die da oben abschießen, aber... Shit. Amicia, die gehören dir. Ja. Ich komme nicht ran, da ist das Tor dazwischen. Jetzt. Ja. Rodrik, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Ah, Mist. Ich hatte keinen... Ich habe vergessen, dieses Schlafzeug herzustellen. Ich will nicht, das ist eine dumme Stelle. So, das Upgrade haben wir hier schon. Das Schlafzeug, wo ist das denn? Oh nein, ja. Ach nee, dann habe ich dafür nicht genug Material. Ich muss im Prinzip jetzt die ganze Zeit auf die Wachen achten. Ich würde aber lieber Rotrick noch ein bisschen mehr helfen, aber ich muss die Wachen im Auge behalten. Ah, Mist. Blöde Sache. Was brauche ich denn dafür? 3 davon. Ich gucke gerade nochmal, ob ich nicht... Das ist halt echt so meine Last-Minute-Rettung immer. Der Schmiede lag nichts rum. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich lag noch irgendwo ein bisschen was, was ich nicht mitnehmen konnte. Ich befürchte nicht. Nicht von dem Zeug. Doch eins schon mal. Ach, Schwefel war das, genau. Nicht das andere. Ich verwechsel es immer mit dem anderen. Eins reicht nicht. Salpeter gäbe es genug. Die kann wahrscheinlich auch nicht mehr zurück in das Haus. Mist. Ja, okay. Ich muss ohne schaffen. Ich muss die schnell genug treffen. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Kann ich dich abschießen? Dann mal los. Versteck dich, Rodrik! Nicht. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Also, sie kommen alle durch das Gitter da. Also, ich muss meine Augen leider darauf richten. Ich würde zu gern die Bogenschützen abschießen. Ich kann nicht. Soldaten! Davon sind Soldaten! Amicia, die gehören dir! Komm her, Miss Kerl. Bastarde! Amicia, sie haben ihn getroffen! Rodrik, lass den Karren los, bitte! Ja. Bitte, lass ihn los. Wir können hier runter. Kommt da noch einer? Ich weiß es nicht. Amicia, sie sind hinter uns! Was? Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Da sind noch mehr! Keine Sorge! Kommt schon, weiter so! Wir haben es fast geschafft! Scheiße. Ich brauch nur Nein. Komm. Oh Gott, der hat schon einen Rücken. Lass los. Komm rum. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Schon besser. Mit Pfeilen gespickt.
Jetzt du! Da kann man doch was runterschieben. Wir halten von der anderen Seite, oder? Ja. Ich kann sagen. Nein! Halten wir nicht? Hallo, wir können doch zu viert das Gitter hochhalten. Wenn die es eben zu zweit konnten. Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? So. wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Aber ganz ehrlich, das war doch echt nicht nötig. Wir hatten eben, ich meine, der Rodrik ist zwar sehr stark und stärker erscheint als wir vier, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt, oder zumindest zu dritt, Hugo zählt vielleicht nicht so ganz, das Gitter hätten nicht dann hochhalten können. Oder was drunter schieben. Hier liegen doch so viele lose Steine und Kram rum. Ich möchte das auch nicht akzeptieren. Mir geht's ähnlich wie Meli. Amicia ist eher sehr kühl und rational, was das angeht. Hugo? Sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Ja, auf jeden Fall. Da vorne ist einer mit Laterne. Gut, dann bleibe ich gerade mal hier in der Ecke und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.